Der Alfred-Kunze-Sportpark hat sich herausgeputzt. 4.198 Fans in Erwartung eines echten Traditionsduells. Der Tabellenführer der BFC um 19 Toremann Christian Beck zu Gast bei Chemie Leipzig. Der Tabellenzwölfte musste einige Ausfälle kompensieren. Kanter fehlte gesperrt, Kessler, Nwibidulu und Weyer waren verletzt, aber trotzdem starteten sie sehr aktiv in diese Partie. Kirstein, fünfte Minute, sieht Mauer und der haut den Ball aus 7 Metern drüber. Das war die erste große Möglichkeit. Miroslav Jagatic, der Coach von Chemie, spendete Applaus. Der BFC ungewohnt erstmal in der Rückwärtsbewegung. Aber der Tabellenführer, 64 Punkte haben sie bislang gesammelt an 28 Spieltagen. Nach 8 Minuten mit der ersten Möglichkeit Steinborn mit diesem Schuss, aber kein Problem für Benjamin Bellot. Christian Benbenek trainiert die beste Offensive der Liga mit 64 Toren, aber auch gleichzeitig die beste Defensive mit nur 21 Gegentreffern. Doch in der Anfangsphase spielte eigentlich nur Chemie. Mast legt ab auf Arnes Osmanowski und es steht 1:0 für die Chemiker. Sie veredeln ihren druckvollen und selbstbewussten Start mit der verdienten Führung nach 13 Minuten. Der BFC kommt hier nicht zu keinem Zeitpunkt in dieser Aktion in die Zweikämpfe. Stajila wird dann klassisch verladen von Osmanowski, der mit dem 1:0 für die Leutscher. Und Miroslav Jagatic, ja, er nahm es sehr gelassen zur Kenntnis, diese Führung seiner Mannschaft. Chemie seit 4 Heimspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 27. November vergangenen Jahres gegen Energie Cottbus. Und sie machten weiter, sie wirkten wie aufgedreht. Kirstein, der beste Torjäger mit 5 Treffern, verpasst diese Hereingabe von Dennis Mast auf dem sehr trockenen und staubigen Platz. Der BFC fing sich danach. 30. Minute, das ist Steinborn. Der hat eine Vergangenheit bei Lok Leipzig. Der war natürlich richtig elektrisiert für dieses Duell. Weiter Einwurf, Bellot, hoppala, lässt den Ball fallen. Und da ist Rea ganz gefühlvoll, der Innenverteidiger. Und es steht 1:1. Jetzt kann auch Christian Benbenek lachen. Der BFC ist zurück in dieser Partie. Man sieht es. Steinborn, der Ball hat Effekt, aber Bellot springt in 2 Spieler von Chemie Leipzig rein. Christian Beck wird erst aktiv, als Bellot die Kugel fallen lässt. Alles regelkonform, da wurde nichts Verbotenes gemacht und dann packt Rea die ganz feine Klinge aus. Dieses Tor könnte ein ganz wichtiges gewesen sein vom BFC. Und sie wirkten danach auch deutlich selbstbewusster, waren jetzt richtig drin in der Partie. Horschek, hoppala, mit diesem Fehler. Goertz, Bellot wehrt ab, aber die Szene ist noch heiß, ungeschnitten. Denn dann passiert das hier. Dieser Pfostenklatscher von Matthias Steinborn, Pollasch dann nochmal drüber. Da hatten sie richtig Dusel gehabt, die Männer aus dem Leutscher Holz. Horschek haut hier einmal komplett drüber. Dann hat er Glück, dass Goertz diese Situation noch nicht im Tor unterbringen kann. Und hier ist es dann richtig, richtig viel Masel. Miroslav Jagatic, die Sonne stand tief, der Platz war sehr trocken. Mit einem 1:1 ging es in die Pause. Durchgang 2 war dann etwas ereignisarmer als dieser furiose erste Durchgang. 52. Minute, Goertz etwas unkonventionell auf Pollasch, der Kapitän, aber kein Problem im Nachfassen für Benjamin Bellot. Im Anschluss passierte nicht viel. 20 Minuten Leerlauf, dann Minute 72. Goertz auf Siebeck und der nochmal mit der großen Möglichkeit. Christian Benbenek wusste auch, ob man so eine Möglichkeit in diesem Spiel nochmal bekommt. Siebeck rutscht der Ball hier etwas ab, nicht platziert genug und dann lässt er seinem Frust freien Lauf. Chemie versuchte es nochmal in Minute 86. Buri einfach mal lang nach vorne, dann wird das Ding verlängert. Kirstein, der ist schnell im Zweikampf gegen Blum, läuft dann weiter und Stajila räumt den Angreifer dann einfach mal rustikal ab. Der bleibt auch liegen. Hier sieht man nochmal einen Kontakt zwischen Blum und Kirstein ist da. Er trifft ihn, aber Kirstein läuft weiter. Deswegen sagt Schiedsrichter Patrick Kluge kein Elfmeter. Und dann Stajila, er ist am Ball. Es ist ein hartes Einsteigen, aber
kein Elfmeter. Das war dann auch der Endstand. Chemie Leipzig und der BFC trennen sich 1:1. Wir waren selber nicht so klar in den Zweikämpfen, wie wir uns das vorgenommen hatten. Unser System, was wir uns ausgeguckt haben für heute, hat nicht gleich gepasst. Deswegen haben wir es sofort nach dem Gegentor geändert. Waren dann auch gut im Spiel. Glaube ich, machen verdient dann auch irgendwo den Ausgleich, auch wenn es passend zum Spiel ein kurioses Tor war. Haben das Spiel eigentlich recht gut im Griff, sind gut in den Zweikämpfen, gut auf den zweiten Bällen. Du musst hellwach sein bis zum Schluss hier, aber uns ist leider nicht gelungen, noch so viel Druck aufzubauen, um selber noch einen Siegtor zu machen. Ansonsten können wir stolz auf die Mannschaft sein, wie viel Mentalität und Moral sie mitgebracht hat, auch alles andere hier auszuschalten, nicht nur den schlechten Platz, für den man sich schon Mühe geben muss, den so herzurichten. Auch die ständigen Beleidigungen von außen für den Verein, der immer von Toleranz erzählt, ist das schon ja, großer Sport gewesen. Ich habe es mal schon in der Vergangenheit erwähnt, wir wurden auf ein Podest gestellt, wo wir nicht hingehören. Das war eben die letzte Saison. Und so sind wir dann in die neue Saison gestartet und die Erwartungshaltung war riesig. Und gerade auch jetzt hier bei uns zu Hause. Und dann nachhinein, wo es jetzt nicht so gelaufen ist, im Endeffekt wirst du dann kritisiert und dann werden natürlich die Spieler ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ängstlich, aber spielen nicht befreit auf. Und dadurch haben wir sehr viele Auswärtssiege geholt und zu Hause eben nicht. Und ich sage einfach so, in der Winterpause tat uns im Trainingslager auch gut, zusammenzurücken. Wir konnten auch im Detail arbeiten. Die verletzten Spieler haben wir auch wieder alle zusammen gehabt. Wir hatten ja die ganze Saison über immer nur verletzte Spielerausfälle. Und das hat die Mannschaft als Einheit sehr gut aufgefangen. Und das macht es ja auch so aus, dass der andere für den anderen in die Bresche springt. Chemie Leipzig nun seit 5 Heimspielen ohne Niederlage. Und beim BFC, ja, da konnte man dann auch nach dem Spiel mit dem 1:1 zufrieden sein.